Johannes Brahms spielte sehr gerne Klavier, vor allen Dingen spielte er auch sehr gerne Walzer am Klavier. Das noch lieber, wenn er sich in seiner Lieblingsstadt Wien aufhielt, wo er auch eine Zeit lang lebte. Und aus eben einer solchen wienerischen Laune heraus ist auch sein Liebesliederwalzer Opus 52 entstanden. Er besteht aus 18 Miniaturen für doppelhändiges Klavier und 4 Vokalsolistinnen. Brahms vertonte dabei Nachdichtungen osteuropäischer Volkslieder, die Georg Friedrich Daumer in seiner Sammlung Polidora zusammengestellt hatte. Und der Titel Liebesliederwalzer ist dabei vielleicht ein bisschen irreführend, denn diese Texte, die Brahms ausgewählt hatte, spiegeln eigentlich sämtliche Facetten von menschlichen Gefühlen wider. Da gibt es natürlich die Liebe, aber es gibt eben auch Sehnsucht, Wut und auch eine gehörige Portion Zynismus. Bei der Uraufführung 1870 in Wien spielte Johannes Brahms Seite an Seite mit seiner guten Freundin Clara Schumann. Heute sitzen für sie nebeneinander am Flügel unser Generalmusikdirektor Donald Ronicles und seine Frau Adele Esslinger. Aus dem Liebesliederwalzer hören Sie gleich 5 verschiedene Nummern, vorgetragen von Mitgliedern des Chores der Deutschen Oper Berlin in verschiedenen Formationen. Viel Vergnügen! Thank you.